You can only this on Boulder. Aber ich konnte die doch irgendwie triggern. Okay. Ja, ja, also ich will, aber wie war denn das mit der? Da musste ich irgendwas drücken, ne? Muss die in den Boulder rein? Muss ich da was drücken? Wir gucken mal. Ach, komm mal her, wir fahren mit dem Schiff rüber. Weil, so können wir den Berg natürlich mega schnell abtragen. Es ist, wie gesagt, nur zu lange her einfach. Ja, stopp. Wenn wir Pech haben, buddelt der uns hier alles weg. You can only sit in Boulder. Wie konnte ich in dieses dumme Ding... Wie war denn das? Muss ich die erst deleten? Gab es da... Was Northwest, das... Copy? Block Sound? Support Preview? Don't White? No... Wie konnte ich diese dämliche Karte leeren? Da gab es doch eine Möglichkeit, das weiß ich. Sharpcard Sternchen, okay. Press Shift. Sneak Light Track to Boulder Start. Also krieche und rechtsklicke on Boulder. Ah, okay. Krieche. Und rechte Taste ist hier. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Sehr schön, sehr schön. Boah, hier ist ganz schön zugewuchert, ne? Krass. Und wir gucken mal. Ich würde, wie gesagt, hier gerne einen Dock für die Schiffe haben. Dock, I'm a dog, the biggest dog. So. Und was hatten wir gesagt? Achso, ich muss da ja... Ich muss da vielleicht so... Verstehst du? Ah. Ist das richtig? Nein. So. Wenn ich das mache, wird der ganze Berg abgetragen. Inklusive Wasser. Andererseits müssten wir hier eh in die Tiefe, denn ein Schiff muss natürlich im Trockenen sein. Ich frage mich jetzt nur... Eine Dreiertiefe, reicht die? Wir machen sogar eine Vierertiefe. Wir können uns das erlauben. Ich hoffe, es geht jetzt richtig. Das kann jetzt in die Hose gehen. Dann muss Philipp das Wasser hier wieder reparieren. Oder ich muss wieder ungefähr mit 175.000 Eimern arbeiten. Aber Philipp kennt da irgendwie so einen Befehl. Ja, aber der ist wie gesagt auf Flitterwochen. Zur Not müssten wir damit leben. Für ein paar Tage, ein paar Wochen. Aber das ist nicht schlimm. Oder ich mache offscreen das, wie gesagt, in Ordnung. Gut, da müssen wir mal schauen. Jetzt wird spannend. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht habe, dann geht irgendwas ganz weg. Das ist dann halt so. Okay, bis jetzt sieht es nicht so gut aus. Passiert da was? Oh ja, unterirdisch. Wie cool. Hallo Tinti. Ja, sehr cool. Guckt mal. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Wie tief geht denn das? Wow. Ja, so macht das Spaß.
Wie gesagt, Wasser müssen wir natürlich reparieren oder so. Das kriegen wir aber schon hin. Oder ich gucke mir den Befehl mal im Internet an. Das klappt schon. Denn hier ist das Wasser ja überall kaputt. Ja, das sieht irgendwie cool aus. Ja, weil es zu schnell geht, ne? Darum ist das Wasser, glaube ich, kaputt. Einfach, weil es zu schnell geht. Achtung. Nicht daran. Prinzipiell schon eine echt coole Sache. Ich könnte das hier unten noch abtragen. Komm mal her. Wir nutzen das gleich. Und den Berg an der Seite können wir so ein bisschen lassen. Das lässt den Charme so ein bisschen bestehen. Ups, einmal raus hier bitte. Hallo, ich würde gerne hier raus. Danke. So. So, the first corner. Moin, Falstax. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, und einen wunderschönen guten Abend und einen schönen Start ins Wochenende. Boah, hier haben wir aber auch echt viel schon gemacht. Ich überlege, ob es nicht Sinn machen würde. Oh. Das wär's. Dass wir sagen... Einmal so. Ich glaube, das macht Sinn. Das machen wir dann später hier. Step by step machen wir. Und dann gehen wir da hinten hin. Oh Gott, das wird was. Unter Wasser hier arbeiten. Bis... Ja, bis wohin denn? Bis hierhin, ne? Das sollte eigentlich richtig sein. Wir gucken mal. Und wie gesagt, das Wasser werden wir dann schon noch hinbekommen. Also, das ist, ja. Morgen übrigens, lieber Falstax, sind wir auf Twitch um 9 Uhr. Nur so als Info, mal ein bisschen rumprobieren. War die Frage, ob ich nicht mal auf Twitch sein kann. Ich war da lang nicht mehr aktiv. Gleiche Name wie hier. Also da nicht erschrecken. Account ist natürlich nicht notwendig. Wow, 1 auf 4. Es wird dunkel, wir müssen auch nach Hause. Gut, Wasser ist jetzt hier, das ist natürlich ein Problem, ne? Ganz klar. Wie gesagt, das müsste ich dann nochmal reparieren. Dun, dun. Wow, es sieht einfach cool aus, ne? Wie das weggeht. Ich finde das mega toll. Ich weiß nicht, wie euch das geht bei so technischen Sachen. Ja, und das wird dann unser Trockendock. So, dann gehen wir kurz nach Hause schlafen, dass es hell ist. Komm mal her, wir machen es ganz schlau. Dann können wir wenigstens das richtige Boot mitnehmen. Ist schon sehr dunkel. Fahren wir jetzt zur Anglerhütte. Hallo, Sascha. Ja, schön, dass du da bist. Alter, ich bekomme gerade kranke Flashback wegen der Musik. Ja, ja, so kann es sein. Ja, sehr cool, dass ihr alle noch lebt und da seid. Ja, ich konnte wegen Computer, ne, Festplattenabsturz und so. Ich hatte es in den Community-Tabs auch geschrieben, auf Twitter geschrieben. Und ja, ich muss mal gucken. Auf Instagram bin ich mir gar nicht sicher, ob ich es da auch nicht geschrieben habe. Wie gesagt, da ist man dann natürlich nicht vor technischen Defekts gefeilt. Die Karte konnte ich retten nach einem Backup. Ich habe keine Ahnung, wie viele Millionen Daten gehabt, die keinen Namen hatten. Und ich bin so froh, diesen Spielstand hier zu haben. Es ist nicht der mega neueste gewesen, aber wir haben auch nicht viel verloren. Also es ging eigentlich. Halt, ich wollte hier lang, weil das kürzer ist. Ja, sehr cool. Schön, dass wir wieder hier alle zusammen sind. Und wir haben auch Schafe. Wir haben vorhin auch Schafe geschlachtet. Ich weiß, du bist so ein Schafliebhaber, lieber Sascha. Wir haben Schafe geschlachtet, die hier rumliefen. Wie geht's den Schafen? Sascha lebt doch, lebt das noch?
Das sollte noch leben, ja. Ich habe Schafe geschlachtet, die einfach ein Schwimmbad waren. Ich überlege, wie machen wir das? So, mehr sollte ich da nicht ran. Alter, sieht das cool aus. Alter, voll der Strudel. Wie gesagt, das gilt es nachher zu reparieren, aber das mache ich, Alter, ich muss hier raus! Ich komme hier nicht mehr weg. Das mache ich dann. Das Problem ist... Bist du hier oder da? Hier. Boah, schwimmt der schnell hoch. Wow. Ah ja, das ist das Problem. Okay. Ja, das Schaf, ich müsste mal gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Was? Du bist sonst nicht ehrlich? Alter, wir hängen hier aber auch echt fest. Mist, das war zu hoch. Das war dumm. Du bist voll dumm. Ich weiß. Ich kann damit leben. Mist. So. Das haben wir. Jetzt müssten wir oben lang gehen. Was für ein Modpack? Das ist, das Modpack ist dasselbe, was wir zuletzt gespielt haben. Da hat sich nichts geändert. Wie in unserem Let's Play. Also das ist im Übrigen das Let's Play, was jetzt auch weitergehen wird. Wird. Wer nichts wird. So, hier nehmen wir diesen tollen Deruite-Stein. Ich bin der Meinung, wir hatten hier sogar schon Holz unten drin. Und so. Ich bin mir aber auch nicht mehr 1000% sicher. So, und ich würde sagen, jetzt müssten wir hier rüber. Das machen wir aus Stein, das Grundgerüst. Und die Verkleidung dann mit Holz, ne? Weil Stein massiv. Wir nehmen hier Deruit. Wir könnten auch schisseln. Da müssten wir mal gucken. Da haben wir natürlich auch Möglichkeiten. Andererseits, so ein bisschen Deruit finde ich auch mal ganz schön. Wie gesagt, Modpack ist 1.12.2 und ja, ansonsten haben wir eine Menge Mods drin. Also, boah, das jetzt alles aufzählen. Holla die Waldfee. Was war das für eins? Wir spielen hier Minecraft Science. Wir haben hier über 100 Mods drin. Über 100 Mods. Es tut mir leid, die kann ich alleine alle gar nicht aufzählen. So viele sind das. Das ist, wow. Ich würde gerne mit dem Kirschenholz was machen, hatte ich ja gesagt. Okay, so sieht das nicht so spektakulär aus. Die Frage ist, passt das hier hin? Weil hier Sandstein ist. Vielleicht, ich glaube, schlauer wäre es auch gewesen, hier Sandstein zu nehmen. Ich glaube, wir sollten hier Sandstein nehmen. Ich glaube, Deruit... Das passt nicht so ganz, oder? Andererseits sollte man Holz nehmen. Haben wir unseren Zauberstab noch? Wir hatten noch mal so einen Zauberstab. Unbreakable. Ja. Sehr schön. Mit denen müssten wir das eigentlich recht schnell hinkriegen. Wie waren das Umswitchen? Es gab doch die Möglichkeit... Oh. Okay. Es gab doch die Möglichkeit, den zu erweitern, oder nicht? Das ist ja alles einzeln. Man konnte doch hier so ganze Reihen machen. Ganze Reihen. Oh, wie war denn das nochmal? My friend. My true friend. Irgendwie... Nee, so nicht. So nicht. So nicht. Ich drücke hier irgendwelche Tasten. Kann sein, dass wir hier gleich abschmieren. Neuer W-Punkt. Nein. Wie war denn? Nein. Hallo. Wisst ihr was? Wir gucken kurz in die Option. Das ist einfacher. Wie hieß denn der? What? Irgendwas? Was ist das für ein Mod? Unbreakable What? Okay, wir gucken mal. Gibt es hier zufällig
Steuerung, Spielemechaniken. Warum kann man hier eigentlich nicht suchen? Das wäre eigentlich ganz cool. Inventar, Schnellzugriff, Befehlsseite, Verschiedenes. Screenshot, Wechseln, Toggle. Better Quest, Better Days. Hier seht ihr ein paar Mods im Übrigen. Chisel und Bits haben wir drauf, alles gut. Was ist das hier? Schuff, Steuerung, ich weiß es gar nicht. Dark Steel Armo. Wir haben hier so viel Sachen. Hier haben wir diesen Boot-Mod. Extra Utility. Iron Journey. Ich glaube, diesen Wort haben wir hier gar nicht drin. Kann das sein? Winkel, Auto, Quark, RF Tools, Refined Tools. Wench. Jetta Wench. Und Jay. Nö, haben wir hier nicht drin. Das ist schlecht. Ich konnte das umstellen. So nicht. So auch nicht. Keiner auf dem Server. Wunderbar. Das haben wir gelernt. Aber wie konnte ich den nochmal umstellen? Ich probiere jetzt alles durch. Was soll ich machen? Das ist eh das Beste hier. Bestimmt. Okay. Okay. Wie komme ich denn da oben wieder raus bei der Minimap? Ich weiß es gar nicht. Bitte was? Aha. So kommen wir raus. Das hatten wir gerade. Okay, das brauche ich hier nicht. Ich muss das doch umstellen. Oh, was haben wir denn hier? Das ist es. K. Es ist K. Eigentlich müsste der jetzt doch gehen. Also nach oben hin geht es. Okay, das ist die Karte. Ich probiere es durch. Eine andere Option habe ich eh nicht. Ups. Das ist das. Autojump ist wieder an. Warum? Ey, jetzt hat man doch alles aus. So. Ich könnte schwören, es gab eine einfache Knopf dafür. Naja, gut, dann ist es wie es ist. Dann hilft der mir natürlich nur bedingt. Da machen wir es anders. Zum Morgen werde ich das nachgucken. Und dann machen wir das hier schnell fertig. Und mit dem Wasser, oh Gott, das wird noch was werden. Okay, also das läuft, sehr schön. Dum, 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 dum. So, das Boot parken wir hier wieder. Den Sound haben die überarbeitet. Ach, der Klettersound ist auch nicht da. Wir hatten eigentlich, wenn wir springen, auch so einen Sound und so. Fällt mir gerade auf. Haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Und warum sind schon wieder alle... Das ist so Mäusemerken, weil ich jetzt alles gedrückt habe, ne? Weil du alles gedrückt hast. So. Ach, schönes Hähnchen. Oh, alles voll. Wie sieht denn das mit... Ja, okay, der kriegt noch hin. Der kriegt noch hin. Erz. Haben wir hier bloßes Erz? Erz, Erz, Erz. Nur für Erz hast du dich gequält. Zwei Feuerzeuge haben wir auch. Interessant.
Beide vom Philipp. Ewig her. Wochen. Ist bis jetzt das längste, was hier drin rumliegt. Aber ich kann mir vorstellen, da kriegen wir noch mehr hin, oder? Würde mich nur mal interessieren. 34 Wochen sind wir. Gibt es nichts, was älter ist? 35 Wochen. Philipp. Auch Philipp. 35 Wochen ist alles Philipp. Das ist interessant. Schon wieder? Warum haben wir nichts, was so lange drin liegt? Was bist du? Ein Builder. Okay. Press Shift. Achso, muss ich wahrscheinlich erst haben. Ja, okay. Also unsere Sachen 35 Wochen. Ich glaube, 35 Wochen ist so ziemlich das Älteste. Da haben wir wahrscheinlich das System hier erfunden und entdeckt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Nun ja. Sei es drum. Ich überlege jetzt gerade, ich überlege. Und die Festplatten sind immer voll. Das ist unglaublich. Es ist incredible. Was das ist? Na gut, ich denke mal, fürs Erste soll es heute reichen. Wir haben jetzt genau 2 Stunden. Meine Güte, sind wir pünktlich. Ja, ich würde sagen, das können wir so stehen lassen. Morgen geht's dann weiter. Ich werde mal gucken, was ich in der Zwischenzeit vielleicht so ein kleines bisschen mache. Und vielleicht erweitere ich hier auch mal. Ich muss mal gucken. Vielleicht muss ich das hier auch ein bisschen erweitern oder so. Wir schauen mal, was bist du? Light. Wie light? Hi! Endgamer, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Aber das müsste ich vielleicht mal machen. So, Festplattenplätze schaffen. Da können wir noch ein paar gebrauchen. Wie sieht es dahinter aus? Dass wir dann morgen im Stream keinen Festplattenmangel haben. Wir könnten theoretisch gesehen hierhin noch Festplatten bauen. Boah, Zuckel. Das sollte nicht sein. Also das würde gehen. Oder nach oben hin. Hier oben alles voller Festplatten. Wir bräuchten dafür Laufwerke. Was mache ich denn da? Haben wir noch Laufwerke? Lauf? Nö. Dann gucken wir mal Laufwerke. Laufwerke. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen den hier. Och nö, der Kram. Das würde ich aber offscreen dann machen. Oh, hier sind Spinnen. Wartet mal. Spider-Woman, Spider-Woman, Spider, Spider, Spider-Woman. Warte mal, ich kämpfe hier mit einer Spinne. Die will ihr Netz hier machen. Hallo, wo ist denn der Faden, Alter? Hier ist der. Sekunde, ich muss mich mal um die Spinne kümmern. Das gibt's ja nicht. Ich frag mich, ich sehe den Faden nicht, den zweiten. Sekunde. Spinne. Und Spinne ist weg. Okay. Uah. Ja gut, ich würde sagen, wie gesagt, das mache ich dann offscreen. Ich danke fürs Zugucken und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Gut. Spinnproblem gelöst. Bis zum nächsten Mal. Euer Zeron. Macht's gut. Ciao. Adios. Salut. Oder so ähnlich. So. Dann drücke ich mal auf Beenden. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken.